ein herzliches Grüß Gott auf Gut Steinbach. Der Frühling kommt, leider ohne Gäste, aber wir sind feste dabei zu schauen, dass wir unser Gut Steinbach gut in den Frühling bekommen, sodass alles blüht, wenn wir Sie, unsere lieben Gäste, wieder begrüßen. Das heißt, hier haben wir unseren See. Das heißt, wir haben das Wasser wieder aufgedreht. Über Winter war es zu, dass es nicht einfriert. Und jetzt ist er schon fast wieder voll. Das Wasser ist glasklar. Und wie Sie wissen, wenn Sie schon hier waren oder die es nicht wissen, das ist ja reines Trinkwasser, das von unserer eigenen Quelle etwa 1 Kilometer weit weg aus unserem eigenen Wald kommt. Und da gehe ich jetzt auch mal hin mit meinen Lieben. Und dort werden wir mal schauen, weil die Waldarbeiten haben auch begonnen, dass wir auch unseren Wald sauber machen und insbesondere schauen, dass wir da keine Probleme neben der Virologie, nämlich dort mit dem Käfer haben, was auch ein Stück weit unser Problem ist, weil wir haben ja auch zusätzlich auf unserem Gut Steinbach unsere Land- und Forstwirtschaft. Und da gehe ich jetzt mal hinschauen. So. Ja, jetzt sind wir in der Landwirtschaft, also unserem Teil der Landwirtschaft. Sie sehen, dass wir auch hier schon aufmüpfige Ziegen haben. Das heißt, hier von wegen Quarantäne, die will schon ausbrechen. Die sagt, die schaut einfach nicht nur über den Tellerrand, sondern schon über den Stallrand. Auf jeden Fall steht eine Landwirtschaft nicht still. Wir haben 7 Tage die Woche natürlich mit unseren Ziegen, mit unseren Yaks, mit unseren Hirschen, Gänse, Hühner. Da muss jeden Tag gearbeitet werden und dafür gesorgt werden, dass es denen gut geht, weil die Tiere haben keine Kurzarbeit bei uns. So, liebe Gäste, dann war auch das ein kleiner Eindruck, wie es momentan auf unserem Gut Steinbach zugeht. Auch ohne Sie, die wir sehr vermissen als Gäste. Da sind sie wieder, unsere Ziegen. Und jetzt gibt es kleines Naschen am Nachmittag. Dann kommen die Hirsche dran und Yaks, in diesem Sinne, ganz liebe Grüße aus der Ziegenwelt. Jetzt sehen auch unsere Hirsche sind jetzt dran. Die Ziegen haben wir gefüttert, die haben natürlich auch schon genug Futter bekommen. Dann gibt es die ganz Neugierigen. Ja, kommt her. Kommt. Da, schaut mal. Hier, guckt. Da gibt es was zu futtern. Schaut mal. Hier, guckt. Da, guckt. Guckt mal. Ja, das ist übrigens... So, das ist Elvira übrigens. Hier, mit dem Huppel da vorne drauf. Weil Elvira ist nämlich die Neugierigste von allen. Genau. Schaut mal. Guckt. Ja, also es geht allen gut, mindestens mal den Hirschen. Und wir schauen optimistisch in die Zukunft. Und in diesem Sinne ganz herzliche Grüße von Gut Steinbach und bis bald.